Eliza Lam war eine junge Studentin, die als Rucksacktouristin in Kalifornien unterwegs war. Dabei übernachtete sie im Hotel Cecil. Eine Sicherheitskamera filmte sie dabei, wie sie in einem Aufzug sich sehr merkwürdig verhielt. Es sah so aus, als würde sie mit jemandem sprechen, der nicht da war. Kurz darauf verschwand sie spurlos. Wenige Tage später beschwerten sich die Gäste des Hotels, dass irgendetwas mit dem Wasser nicht stimmte. Aus den Wasserhähnen kam nicht genug Wasserdruck und das Wasser war teilweise schwarz verfärbt. Daraufhin checkte ein Mitarbeiter die Wassertanks auf dem Dach und fand Elizas nackte Leiche in einem der Tanks. Wenig später wurde sie von Polizei und Feuerwehr geborgen. Was genau war hier passiert? Wie ist Eliza gestorben? Die junge Frau litt unter einer bipolaren Störung. Für die, die sich damit nicht auskennen, ihr kennt ja vielleicht die Erkrankung Depressionen. Bei einer Depression hat man ständig das Gefühl, sich nicht freuen zu können, eine traurige Grundstimmung zu haben, Ängste zu haben und einfach ganz schlapp zu sein und zu nichts motiviert zu sein. Bei ganz schweren Depressionen endet es auch in einem Suizid. Das Gegenteil von einer Depression ist eine manische Episode. Ja, wie ich bereits sagte, es ist das komplette Gegenteil. Ihr seid zu allem motiviert und traut euch alles zu und habt eine übermäßig gute Stimmung. Was euch jedoch nicht immer gut tut, das kann manchmal auszehrender und kräfteraubender sein als eine depressive Episode, weil die Menschen in einer manischen Episode sich so sehr verausgaben oder sich auch so sehr verschulden, weil sie denken, sie könnten als Bäckereifachverkäufer jetzt plötzlich eine Firma gründen, die Leute auf den Mond schießt. Und dadurch, dass sie eben so motiviert sind und so sehr an sich glauben, schaffen diese Leute es auch oft, zum Beispiel einen Mitarbeiter der Bank zu überzeugen, dass sie den Kredit erhalten sollten, um die Firma zu bekommen. Und so verschulden sie sich. Eliza litt unter dieser bipolaren Störung. Das heißt, dass sie ab und zu zwischen depressiven und manischen Episoden schwankte. Das ist ein wichtiger Punkt, denn viele sagen, in einer depressiven Episode hätte Eliza sich selbst umgebracht. Das ist aber, schwer vorstellbar. Laut ihren Eltern hat sie niemals vorher einen Suizidversuch begangen und ihr ging es in der letzten Zeit auch relativ gut. Ja, lass uns nochmal rekapitulieren, was genau denn geschehen sein soll. Kurz nachdem sie im Aufzug gefilmt wurde, und zum Aufzugvideo kommen wir gleich, das zeige ich euch noch, das Originalvideo, kurz darauf muss sie irgendwie aufs Dach gelangt sein. Was eigentlich nicht möglich ist, denn die Tür ist abgesichert. Nur Mitarbeiter kommen durch diese Tür aufs Dach. Alleine ist das eigentlich nicht möglich für einen Gast. Dann musste sie irgendwie auf diese riesigen Wassertanks geklettert sein, die super schwere Luke geöffnet haben, hereingesprungen sein und aus dem Wasser heraus rausgegriffen haben und die schwere Luke wieder geschlossen haben, denn sie war zu. Das ist eigentlich physisch nicht möglich. Sie hatte weder die körperliche Kraft noch die langen Arme, um aus dem Wasser heraus die Luke zu schließen. Viele sind jedoch auch der Meinung, dass irgendetwas Übernatürliches mit dem Spiel war. Hauptsächlich wegen der Sicherheitsvideos aus dem Aufzug. Das zeige ich euch jetzt ohne Kommentar. Seht es euch in Ruhe an, wie seltsam sie sich da verhält. Und dann besprechen wir das gemeinsam.
Wie ihr seht, scheint sie am Anfang sich vor jemandem zu verstecken. Sie scheint Angst zu haben. Sie drückt die Knöpfe, doch der Aufzug bewegt sich nicht. Er macht keine Anstalten, loszufahren. Sie wundert sich und drückt die Knöpfe nochmals und versteckt sich auf der einen Seite des Aufzugs, so dass sie von außen niemand sehen kann. Dann guckt sie vorsichtig aus dem Aufzug raus, so als würde sie erwarten, dass jemand sie verfolgt. Dann wird es aber sehr merkwürdig. Sie geht aus dem Aufzug heraus, macht seltsame Verrenkungen und spricht mit jemandem, der aber nicht da ist. Dann verschwindet sie aus dem Bild. Und sobald sie weg ist, fährt der Aufzug wie von Geisterhand los, als hätte eine unsichtbare Kraft ihn vorher davon abgehalten. Dieses Video ist einer der Gründe, wieso viele im Internet dachten, dass Eliza eventuell von einer höheren Macht umgebracht worden sei. Und zu diesen Theorien, zu allen Theorien, nicht nur zu den übernatürlichen, kommen wir jetzt. Die Polizei geht offiziell von einem Unfall aus. So als wäre Eliza auf dem Dach herumspaziert und in einen Wassertank gefallen. Das ist die offizielle Erklärung der Polizei. Andere wiederum sagen, es war ein Selbstmord. Ein Selbstmord, finde ich als Therapeut, schwer zu glauben. Ihr ging es momentan gut. Sie hatte zwar, wie gesagt, eine bipolare Störung und nahm dagegen Medikamente, hat aber noch nie zuvor einen Suizidversuch begangen. Sie war zudem auf einem Dach eines riesig hohen Hotels und hätte sich dort einfach herunterstürzen können, anstatt sich in einen Tank hineinzuschmeißen, wo sie sich ja nicht mal sicher sein konnte, dass er sie umbringen würde. Es hätte ja sein können, dass ja schon nach kurzer Zeit einer der Mitarbeiter sie dort entdeckt. Das konnte sie eigentlich nicht wissen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ja, eine andere Theorie ist, es haben sich Experten für Körpersprache geäußert und haben gesagt, ihre Körpersprache im Aufzug, die würde nicht darauf hindeuten, dass sie Angst hatte, sondern dass sie ja aufgeregt war und mit jemandem flirtete und sogar sexuell erregt war und dass sie dort Anzeichen einer Partydroge zeigen würde. Das wiederum, finde ich, wird dadurch entkräftet, dass in ihrem Körper bei der Autopsie keinerlei Drogen, Alkohol oder Ähnliches gefunden wurde. Ihr Körper war frei von Drogen oder Ähnlichem. Ja, das sagen die einen. Andere sagen wiederum, es wäre Mord gewesen und einer der Hotelmitarbeiter hätte sie umgebracht, da es die einzige Erklärung sei, wie sie aufs Dach gekommen war. Wie bereits gesagt, ohne so eine Karte der Mitarbeiter kommt man nicht durch diese Tür aufs Dach. Beweise oder anderes gibt es aber auch nichts dafür. Wie gesagt, es spricht dafür, dass sie aufs Dach kam und jemand die Luke hinter ihr geschlossen habe. Ansonsten spricht aber nichts dafür. Ja, und jetzt kommt das Verrückteste und das Interessanteste. Manche meinen, Eliza hätte das Aufzugspiel gespielt und es wäre heftig schief gegangen. Wenn ihr das Aufzugspiel nicht kennt, das ist ein Spiel, das man spielen kann in einem großen Gebäude, was einen Aufzug hat. Und man muss nacheinander mehrere Stockwerke durchgehen mit dem Aufzug, um in eine andere Dimension zu gelangen. So geht das Spiel. Dabei kann einem viel passieren. Man kann in der Dimension stecken bleiben, in eine falsche Dimension gelangen oder von einer seltsamen Frau aus der Zwischenwelt ermordet werden oder Ähnliches. Und ja, das sagen viele, dass Eliza dieses Spiel gespielt hätte und es sei schiefgegangen. Sie sei in irgendeiner Art falschen Dimension herausgekommen und irgendeine Macht aus diesem Spiel hätte sie nackt in den Wassertank verfrachtet. Ja, was man dazu sagen soll, weiß ich auch nicht. Entscheidet selber. Glaubt ihr, es war das Aufzugsspiel? Andere wiederum sagen, es wären Geister gewesen. Geister aus dem Hotel. Dazu kommen wir gleich. Und wenn ihr jetzt schon ein Urteil fällen wollt und denkt, das ist doch bestimmt ein Selbstmord gewesen, dann haltet euch fest, denn jetzt geht es um das Hotel selbst, das Hotel Cecil. Denn
In diesem Hotel gab es schon lange, bevor Eliza dort abgestiegen war, viele Selbstmorde, unglaublich viele Selbstmorde. Dazu sind mehrere Serienkiller in diesem Hotel abgestiegen und haben dort gemordet. Zum Beispiel der Serienkiller Richard Ramirez, auch genannt Night Stalker. Er lebte lange in diesem Hotel. Genauso wie der österreichische Killer Jack Unterweger. Jack lebte dort mehrere Wochen und brachte in dieser Zeit 12 Frauen um, teilweise im Hotelzimmer, im Hotel Cecil. Das Hotel galt als verflucht und heimgesucht, wie gesagt, schon lange bevor Eliza dort war. Jetzt wird es noch ein bisschen schräger, denn manche meinen, das Hotel würde eine dunkle Aura ausstrahlen. Und ja, das belegen sie dadurch, dass zu der Zeit, als Eliza Lam dort lebte, verschwand und starb, ist im Viertel des Hotels ein kleiner Ausbruch von Tuberkulose geschehen. Tuberkulose kennt ihr vielleicht, eine Krankheit, die wir eigentlich schon lange besiegt haben und ja, die früher aber tödlich war. Und das kam völlig aus dem Nichts, dass diese Krankheit um das Hotel herum ausgebrochen ist. Der seltsame Zufall ist, dass die Menschen, die sich dann auf Tuberkulose testen lassen, mit einem Test getestet werden, der Lam-Eliza-Test heißt. Das geschah alles, während sie dort gestorben ist. Das ist schon ein kranker und mysteriöser Zufall, wenn ihr mich fragt. Also, was ist meine Meinung dazu? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich als Therapeut glaube nicht an einen Selbstmord von Eliza. Nichts spricht dafür. Sie hat niemals so einen begangen. Es gäbe deutlich leichtere Wege, sich umzubringen, wenn man bereits auf einem Dach steht. Und alleine kann sie es eigentlich nicht geschafft haben, in den Wassertank zu kommen. Das kommt mir irgendwie seltsam vor. Ja, und meiner Meinung nach gibt es auch zu viele mysteriöse Zufälle. Der Ausbruch von Tuberkulose mit dem Lam-Eliza-Test, das wirklich seltsame Video und ihre Körpersprache und das Verstecken können die Leute sich ja erklären, wie sie wollen. Aber wie erklären sie sich, dass sobald Eliza weg war, der Aufzug losfuhr und als sie im Aufzug stand und panisch die Knöpfe drückte und weg wollte, bewegte er sich keinen Millimeter, er schloss sich nicht. Obwohl er es hätte tun müssen. Sobald sie weg war, die Türen schließen sich und er fährt los. Das ist schon irgendwie seltsam. Also, ich weiß es nicht. Irgendetwas Übernatürliches könnte dahinter stecken. Ja, entscheidet ihr. Lasst es mich in den Kommentaren doch wissen. Was denkt ihr? Ist Eliza Lam ermordet worden? Hat sie Selbstmord begangen? Oder war es das Aufzugsspiel? Oder einer der Geister aus dem Hotel? Falls euch dieses Format gefallen hat, lasst es mich auch in den Kommentaren wissen und ich werde mehr davon produzieren. Der Fall von Eliza hat mich schon lange verfolgt. Ich fand ihn sehr interessant und wollte unbedingt ein Video darüber drehen. Ja, ansonsten, am Freitag geht es weiter mit der neuen Geschichte. Ich hoffe, ihr genießt sie, das Havens Rock Finale. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Ruhe in Frieden, Eliza Lam. Bleibt gesund, bleibt sicher und fröhliche Albträume.